Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich sehr, denn heute sitze ich zumindest virtuell nicht alleine vor dem Mikrofon. Und zwar habe ich einen wunderbaren Podcast-Gast für euch. Sie ist Bestseller-Autorin von einem Buch und vielen verschiedenen Büchern, aber einem Buch, was mit Sicherheit einige von euch kennen. Und zwar Das Kind in dir muss Heimat finden. Stefanie Stahl ist Psychologin, Psychotherapeutin und eben Autorin. Und ich bin super froh, dass du dir heute Zeit nimmst, hier im Interview zu sein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Muriel. Hast du irgendwas hinzuzufügen, was die Leute unbedingt über dich wissen sollten, bevor wir starten? Also fällt mir jetzt spontan nichts ein, ehrlich gesagt. Okay, perfekt. Gerade diesen Monat geht es ja bei mir im Podcast um das Thema inneres Kind und deshalb bin ich so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, weil du natürlich Expertin auf dem Gebiet bist und ich einige deiner Bücher gelesen habe, häufig die auch schon in meinem Newsletter empfohlen habe. Und Dankeschön. Sehr gerne. Und ich bin mir sicher, einige meiner Hörer können auch mit deinen Büchern viel anfangen. Aber bevor wir wirklich eintauchen in die Thematik, fände ich es schön, wenn wir einmal die Hörer alle auf den gleichen Stand bringen und du uns einmal das innere Kind vielleicht definierst und uns sagst, was das ist, damit alle auf der gleichen Seite starten. Gerne. Also das innere Kind ist in der Psychologie ein alteingesessener Begriff. Der tauchte das erste Mal in den 1960er Jahren auf. Und dieser Begriff ist eine Metapher und diese Metapher steht sinnbildlich halt für alle Prägungen, die wir in der Kindheit bekommen haben, gute wie schlechte, positive wie negative, und die sich tief in unserem Gehirn eingespurt haben. Und diese Prägungen, die nehmen wir halt sehr häufig als unbewusste Programme mit in das Erwachsenenleben. Und dort agieren diese Programme häufig, also die beeinflussen ganz, ganz wesentlich, wie wir wahrnehmen, wie wir fühlen und wie wir lenken, ohne dass es uns selbst so wirklich bewusst ist. Und um das auch eben auf so einer physiologischen Ebene zu verstehen, muss man wissen, dass unser Gehirn nur zu 25% ausgebildet ist, wenn wir auf die Welt kommen. Und diese 25% betreffen vor allem so Stammhirnfunktionen, das heißt ganz primitive Arten der Regulation von Hunger, Durst, Kälte, Empfinden und so weiter. Mhm. Und der ganze präfrontale Kortex, also der Sitz unserer Vernunft, aber auch Emotionen und so weiter, der ist noch nicht gut eingebahnt und eingespurt. Und deswegen ist es so entscheidend, was wir eben auch in diesen ersten Kindheitsjahren erleben und welche neuronalen Bahnen da verknüpft werden und sich einspuren, weil diese Prägung des Gehirns, und das ist eben hochgradig individuell und subjektiv, kann man tatsächlich auffassen wie eine Brille, durch die wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Und wenn wir wissen möchten, wo unsere möglichen Wahrnehmungsfehler sind, dann müssen wir uns mit dieser Brille beschäftigen. Und dafür steht halt sinnbildlich die Metapher des inneren Kindes. Super schön, auch dass du sagst, dass jeder so diese ganz eigene Brille hat, durch die er dann schaut, eben durch diese frühkindlichen Erfahrungen. Weil so entstehen ja auch häufig Situationen, in denen Menschen vielleicht eine Diskussion haben, weil sie was ganz anderes wahrnehmen. Und das entsteht natürlich durch diese Brille, die jeder aufgesetzt hat. Ne? Ganz genau, weil im Letzten kommt es nicht so sehr auf die Wirklichkeit da draußen an. Ja. Ich habe sogar kürzlich noch gelesen, dass unser Organismus eigentlich nur so zu circa 1% mit der Wirklichkeit da draußen verbunden ist. Der Organismus hat eigentlich nur ein Hauptmotiv und das ist, sich selbst zu erhalten und mit sich selbst möglichst in einer guten Einstimmung zu sein. In der Psychologie heißt das auch Konsistenz. Ja. Und um diese Konsistenz, also diese innere Übereinstimmung mit uns selbst und unseren Zielen zu haben, haben wir viele psychische Mechanismen und es kommt letztlich einfach auf die Interpretation der Wirklichkeit an. Also wie interpretieren wir das, was andere Leute uns zum Beispiel entgegenbringen? Und da Beziehungen spielen da eben die Hauptrolle, weil letztlich alle Probleme eben auch im letzten Beziehungsprobleme sind. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diesen subjektiven Filter, den wir alle haben, möglichst gut zu erforschen. Ja, super spannend. Du hast es schon gerade genannt. Es geht auch darum, diesen subjektiven Filter zu erforschen. Gerade dein Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, ist ja tatsächlich eine
Praxisanleitung mit ganz, ganz vielen Übungen gespickt. Es gibt ja dazu auch ein Arbeitsbuch, mit dem man wirklich anfangen kann, aktiv mit seinem inneren Kind zu arbeiten. Du benennst das auch als das Schattenkind und das Sonnenkind, was wir in uns tragen. Ist denn dieses innere Kind immer und bei jedem da? Also hat das jeder von uns? Ja, weil jeder von uns hat ja eine Kindheit und insofern hat jeder eine Kindheitsprägung im Gehirn. Also auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist eine Metapher, das klingt so ein bisschen blumig, für manche vielleicht sogar ein bisschen esoterisch. Ich muss dazu sagen, ich bin der totale Anti-Esoteriker. Ich richte mich sehr, sehr eng an der wissenschaftlichen Psychologie aus. Es geht einfach um diese Kindheitsprägung, die jeder von uns, also jeden Menschen formen auf seine individuelle Weise. Und das kann man quasi wie so eine Matrix verstehen, also durch die man die Welt aufnimmt und interpretiert. Ja, ja, super schön, dass du das nochmal sagst. Ich frage nämlich so, es war durch deine Erklärung schon klar, dass das innere Kind jeder von uns in sich trägt, diese Prägung hat, aber genau um die Kritiker irgendwie von diesem blumigen Begriff auch abzulenken oder wegzuholen, das ist halt was, das hat jeder von uns, ob er sich damit jetzt schon auseinandergesetzt hat oder nicht, weil jeder macht ja frühkindliche Erfahrungen. Warum muss denn dieses innere Kind, diese Metapher, die du verwendest, Heimat finden? Warum ist das so wichtig? Gut, das ist jetzt halt ein bisschen poetischer Begriff für das, was wir in der Psychologie Integration nennen. Das heißt, wenn wir jetzt schwierige Kindheitsprägungen haben oder einfach auch nur ein paar ungünstige, und die haben wir alle mehr oder minder, sind wir bemüht, die zu kompensieren. Ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, damit das nicht alles so im Abstrakten bleibt. Ja, also nehmen wir mal an, ich erzähle jetzt einfach mal von Sarah. Sarahs Eltern haben sie sehr geliebt, sie war Einzelkind, aber Sarahs Eltern hatten sehr genaue Vorstellungen von richtig und von falsch, und in dem besten Wunsch, ihre Tochter zu fördern, haben sie ein bisschen zu viel des Guten getan. Sie waren in einem relativ engen Korsett von Regeln, Normen und Anforderungen, und ihre Eltern haben sie halt mehr kritisiert und angefeuert als tatsächlich gelobt. Und dadurch ist in Sarah so ein tiefes inneres Programm entstanden, also was ihr inneres Schattenkind sozusagen prägt. Und das heißt, ich genüge nicht. Mhm. Das ist so ein Belief, also so ein Glaubenssatz, der aber natürlich auch mit Emotionen verbunden ist. Das heißt, bei Sarah, sie ist oft ängstlich, sie hat viele Versagensängste, sie hat aber auch Angst vor Zurückweisung. Sie schämt sich relativ schnell, also wenn sie irgendeinen Fehler macht oder nur bei der Vorstellung, sie könnte einen Fehler machen, wird sie von so Schamgefühlen gepackt. Und das ist nun der innere Filter und das Lebensgefühl, mit dem sie ihr Dasein vollzieht sozusagen. Und da drumherum hat sie viele Selbstschutzstrategien aufgebaut, weil bei mir zum inneren Kind gehören eben die Glaubenssätze. Das wäre hier bei Sarah ein ganz zentraler Glaubenssatz, ich genüge nicht, die Gefühle, das wäre bei Sarah die Versagensangst, die Schamgefühle und dann die Selbstschutzstrategien, das sind die Verhaltensweisen, die genau diese Gefühle von Minderwertigkeit irgendwie kompensieren soll. Und bei Sarah sind typische Selbstschutzstrategien, dass sie eben nach Perfektion strebt, dass sie versucht, immer alles richtig zu machen, dass sie versucht, alle Erwartungen zu erfüllen, dass sie Konflikten gern aus dem Weg geht, aus Angst vor Zurückweisung. Und das ist so dieses ganze Programm. Und wenn sie aus dieser Nummer aussteigen möchte, weil sie auf die Dauer sehr anstrengend ist, weil sie gefährdet, vielleicht irgendwann im Burnout zu landen, weil Sarah oft nicht so das Gefühl hat, dass sie wirklich authentisch ist und immer nur beflissen ist, Erwartungen zu erfüllen. Also sie hat auch einen Leidensdruck. Ja. Also wenn sie dieses Programm auflösen möchte, dann ist es eben wichtig, dass sie erkennt, ach Mensch, das war ja damals mit Mama und Papa so und die hatten unheimlich hohe Anforderungen an mich und deswegen habe ich immer ganz schnell das Gefühl, ich genüge nicht. Und dann zu erkennen, ach, aber das gehört doch eigentlich, dieses Gefühl und diese Überzeugung gehört doch eigentlich, Entschuldigung, zu meinen Eltern, weil wären die anders drauf gewesen, dann wäre ich jetzt auch anders drauf. Also eigentlich ist das ja nur ein Schatten, sozusagen von meinen Eltern, und mit anderen Eltern hätte ich jetzt andere Überzeugungen, vielleicht, dass ich genüge und dass ich okay bin, so wie ich bin,
Und jetzt geht es eben darum, wenn Sarah sozusagen das Kind in ihr in sich Heimat findet, dass sie diesen Teil dieser früheren Prägung oder dieser früheren Verletzung anerkennt und integriert. Das heißt, okay, das ist ein Teil, der gehört zu mir. Ich bin so geprägt worden und jetzt kommt das Erwachsenen-Ich ins Spiel. Und das Erwachsenen-Ich ist im Unterschied zum inneren Kind ein Symbol für unseren erwachsenen, denkenden Verstand, für unsere Reflexionsfähigkeit, auch für unsere Vernunft. Und mit dem Anteil ihres Erwachsenen-Ichs kann sie erkennen, ach, das war eine unglückliche Prägung, aber eigentlich genüge ich, wie ich bin. Was impliziert natürlich auch, dass ich nicht perfekt bin und auch nicht perfekt sein muss, dass ich natürlich auch mal Fehler machen darf und einfach so, wie ich bin, erstmal völlig okay bin. Und damit hätte sie dieses alte Programm integriert und aufgelöst und sozusagen eine Heimat in sich gefunden, weil sie kommt dadurch sich selbst näher, sie wird authentischer, sie kann mehr sie selbst sein, sie kann aufhören, alles perfekt machen zu wollen. Das heißt, sie kann sich angewöhnen, dass gut auch gut genug ist, dass sie nicht mehr perfekt sein muss. Sie kann sich angewöhnen, auch ihre Bedürfnisse in Beziehungen zu vertreten. Also dass es nicht immer nur darauf ankommt, alle anderen glücklich zu machen, sondern dass ihre Bedürfnisse genauso wichtig sind und kann somit lernen, immer mehr zu sich selbst zu finden, also in sich die Heimat zu finden und immer authentischer zu werden. Ja, super gutes Beispiel, vielen Dank. Ich glaube, gerade dieses Thema, nicht genug zu sein, ist was, was jeder in einem gewissen Grad kennt. Gerade, glaube ich, nochmal Frauen, die dann sehr viele Rollen versuchen zu vereinen, haben das häufig. Und da ich auch sehr viele Frauen als Zuhörerin habe, ist das, glaube ich, ein super gutes Beispiel, was veranschaulicht, warum es so wichtig ist, dass wir mit unserem inneren Kind aktiv arbeiten. Was du auch angesprochen hast, was ich total schön finde, das wollte ich nämlich auch noch mit aufnehmen, weil wir irgendwie bestimmte nicht so schöne Prägungen aufgenommen haben, heißt das, dass irgendwie jeder von uns eine schlechte Kindheit hatte oder irgendwie Traumata erlebt hat? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, die Eltern von Sarah haben sie ja geliebt und wollten nur das Beste für sie. Genau. Also an dieser Stelle von meinem Ansatz entsteht bei nicht wenigen auch oft so ein innerer Widerstand. Mhm. Teilweise sogar Wut, nach dem Motto, was, jetzt sollen meine Eltern an allem schuld sein und heute bin ich doch erwachsen, ich bin jetzt selber verantwortlich, ich kann mir jetzt nicht sagen, meine Eltern sind schuld daran, wie ich heute bin, was inhaltlich völlig richtig ist. Ja. Natürlich ist man heute erwachsen und selbstverantwortlich, aber das ist nun mal eine biologisch, also physiologisch, neurologische Tatsache, dass unser Gehirn geprägt wird durch die ersten Aktionen, die wir eben haben mit unserer Umwelt. Und das ist eben im Regelfall sind das eben die Eltern, dass dadurch diese Datenautobahnen im Gehirn gespurt werden. Und wenn ich diese subjektive Prägung verstehen will, dann komme ich nicht darum, mich zu fragen, wie war das denn damals bei mir daheim? Ja, also was habe ich denn so mitbekommen? Für was werde ich geliebt? Wie muss ich sein, um geliebt zu werden? Was muss ich eventuell dafür tun? Oder muss ich gar nichts dafür tun? Werde ich bedingungslos geliebt? Also was waren meine Bedingungen daheim? Denn wenn ich mich damit nicht mit einem gewissen kritischen Erwachsenenabstand auseinandersetze, kann ich sie auch nicht identifizieren. Und warum das aber in einigen Menschen so einen Widerstand auslöst, ist natürlich auch psychologisch zu erklären, weil diese Loyalität zu den eigenen Eltern ist auch etwas, was uns biologisch einfach mit auf den Weg gegeben wurde. Das heißt, das kleine Kind tut alles, um von seinen Eltern geliebt zu werden und es liebt seine Eltern immer, Kinder lieben immer ihre Eltern, umgekehrt ist es leider nicht immer auch der Fall. Und ein kleines Kind ist weder intellektuell in der Lage, sich zu distanzieren von dem Urteil seiner Eltern, noch emotional. Ich mache wieder ein konkretes Beispiel. Gerne. Die kleine Sarah, ich sage mal jetzt 4, 5 Jahre alt, die von ihren Eltern halt zu stark reglementiert wurde und in ein zu enges Korsett gezwängt wurde. Die kleine Sarah
wäre weder intellektuell noch emotional in der Lage gewesen zu denken, sag mal, Mama und Papa, die sind viel zu ehrgeizig und vielleicht wollen die über mich irgendwas kompensieren, was sie selber nicht erreicht haben. Die sollten vielleicht mal besser in Erziehungsberatung gehen. Ich hätte die nicht fühlen und denken können, sondern alles, was bei der kleinen Sarah ankam, war, ich genüge irgendwie nicht. Und ich kann es Mama und Papa nie wirklich recht machen. Und alles andere wäre auch zu bedrohlich. Also wenn ein kleines Kind sich eingestehen würde, meine Eltern, die kriegen das irgendwie nicht hin oder meine Eltern sind schlecht, und dann gibt es ja noch viel schlimmere Fälle von Sarah ist ja jetzt noch relativ harmlos, aber ich sag mal, das geht ja bis hin zu Kindesmisshandlung. Und wenn die Kinder sich eingestehen würden, Mama und Papa taugen überhaupt nichts, dann wären sie so einer Angstüberflutung im Gehirn ausgesetzt und so einer fundamentalen Einsamkeit, dass sie das emotional und psychisch überhaupt nicht überleben können. Also im Zweifelsfall beschützt sich das Kind selbst, indem es seine Eltern beschützt. Dann kann es immer noch daran glauben, dass es ein Stück Kontrolle hat, nach dem Motto, wenn ich irgendwie besser werde, dann wird ja auch alles besser. Und dieses Gefühl von Kontrolle, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, ist ein ganz, ganz großes psychisches Grundbedürfnis, Kontrolle zu haben. Und nun wird aber diese Idealisierung und diese Loyalität zu den Eltern häufig langanhaltend mit ins Erwachsenenalter genommen. Und manche Menschen tun sich sehr schwer, da auch ein Stück loszulassen. Die bleiben also in dieser ganz engen Loyalität, was aber dann auch impliziert, dass sie sich nicht in gesunder Weise lösen können von den Eltern. Was heißt in gesunder Weise lösen? In gesunder Weise lösen heißt ja nicht, dass man die Eltern weniger lieb hat oder sie nicht mehr besucht, sondern das heißt, dass man sich traut, ein eigenes kritisches Urteil zu haben und sich traut, wirklich das Leben nach den eigenen Maßstäben zu leben und nicht nach den Vorgaben der Eltern. Wenn die Vorgaben der Eltern auch in den eigenen Maßstäben nach kritischer Prüfung gut sind, kann das ja durchaus deckungsgleich sein. Ja. Aber es sollte eben diese gesunde Loslösung irgendwann stattfinden. Denn wenn die nicht stattfindet, lebe ich eigentlich irgendwo letztlich das Leben meiner Eltern beziehungsweise verbleibe in so einer Matrix, die vielleicht gar nicht meine ist. Ja. Macht, also finde ich super spannend, und was du ja auch so, damit sagst, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie seine Eltern nicht mehr lieb zu haben oder sich von denen abzuwenden oder zu sagen, du bist schuld, dass ich heute die und die Probleme habe, sondern einfach anzuerkennen, okay, Prägungen sind durch meine Eltern entstanden, wie möchte ich denn jetzt damit umgehen und wie möchte ich damit leben, aber das nicht einfach so hinzunehmen, als das war alles immer richtig und alles immer rosarot und toll. Und ich finde es auch super schön, dass du nochmal erklärt hast, warum wir als Kind unsere Eltern so sehr lieben und das gar nicht, also da gar keinen kritischen Blick drauf anwenden können. Super spannend. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ganz bewusst mit meinem inneren Kind zu arbeiten, eben dieses kritische Urteilsvermögen auch aufzubauen, um da meine eigenen Maßstäbe zu finden, wie funktioniert denn dann auch diese Heilung des inneren Kindes? Also weil da gehen ja auch Verletzungen mit einher, du hast ja gesagt, da ist mal ein Glaubenssatz und auch Gefühle, die damit zusammenhängen, und diese Gefühle können ja auch Verletzungen hervorrufen. Wie funktioniert denn die Heilung dieser Verletzung, wenn ich quasi mich aus dem heute mit meiner Vergangenheit auseinandersetze? Also ich habe ja so eine Übung entwickelt, dass man so sein eigenes Schattenkind sozusagen designt, indem man mal so notiert, wie die eigenen Eltern so drauf waren, wie man die als Kind erlebt hat, dann seine Glaubenssätze findet, die zentralen, die Gefühle und auch seine Selbstschutzstrategien, auf die ich ja bei Sarah eben auch schon mal zu sprechen gekommen bin. Ihr war es ja Perfektionsstreben, Harmoniestreben, aber es gibt auch ganz andere wie Macht- und Kontrollstreben. Also es gibt so unterschiedliche Strategien, halt mit diesen Programmen irgendwie umzugehen. Und der erste Schritt ist die totale Bewusstmachung, dass das alles ziemlich willkürliche Prägungen sind, die eigentlich gar nicht zu mir gehören. Mhm. In der Psychologie nennt man das Introjektion, also nicht Integration, das hatten wir vorhin, sondern Introjektion. Und damit ist gemeint, man verinnerlicht irgendetwas, was gar nicht zu einem gehört. Mhm. Also in dem Fall die Art und Weise, wie die Eltern halt mit einem umgegangen sind, dass man verinnerlicht und das auf sich bezieht. Kleine Kinder beziehen es immer auf sich. So entstehen ja diese Glaubenssätze. Was weiß ich, die Eltern sind total gestresst. Das gehört ja eigentlich zu ihnen, als anderes Beispiel. Aber das Kind nimmt es zu sich und entwickelt vielleicht einen Glaubenssatz, wie ich falle zur Last.
Also es verinnerlicht etwas, was eigentlich nicht zu ihm gehört, sondern die Eltern sind gestresst. Und dieses, was man verinnerlicht hat, wieder aus sich sozusagen herauszuholen. Und das bedeutet, dass ich im ersten Schritt erstmal erkenne, was habe ich so verinnerlicht, was sind meine Glaubenssätze, verstehe, das gehört eigentlich nicht zu mir, das gehört in mein Umfeld, das gehört zu meinen Eltern. Und für mich diese Klarheit entwickle. Und dann kann ich, vor allen Dingen, wenn so größere Verletzungen da sind, das ist ja immer auch viel mit Schmerzen verbunden, in so einen Prozess der heilenden Selbstannahme gehen. Das heißt, dass ich eine innere Beziehung zu diesem Schattenkind herstelle, also nicht nach dem Motto, doofes Kind, ich will nicht haben, du störst immer mein Leben, sondern so ein Mitgefühl, so ein liebevolles Mitgefühl, ach du armes Kind, das ist ja wirklich schlimm. Da hast du ja wirklich ein paar Sachen mitgekriegt. Ich meine, kommt immer auch so auf den Schweregrad an. Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit. Manchmal ist es nur eine so Fehlprogrammierung, obwohl die Eltern sonst super waren. Aber manchmal ist es ja auch wirklich schlimm. Also gerade in meiner Berufspraxis, zu mir kommen ja eher die Leute, die, das kennst du ja selbst, die meistens die ein bisschen schweres Päckchen zu tragen haben. Und dann eben auch in dieses Mitgefühl zu gehen und sagen, armes Kind. Und das ist schlimm, also so ein Verständnis und Mitgefühl für sich selbst hat zu entwickeln. Aber immer mit dieser Zweiteilung jetzt, das ist mein Schattenkind und hier habe ich auch die erwachsene Ebene. Denn normalerweise, wenn man diese Arbeit nicht macht, dann vermischt sich das so. Also dann trennt man auch gar nicht, weil man es ja gar nicht weiß, weil es einem gar nicht bewusst ist, dann vermischen sich so diese erwachsenen Ebenen mit den alten Prägungen. Und so nehmen wir das ganz bewusst auseinander und sagen, okay, das ist so mein Schattenkindanteil. Ich werde, was weiß ich, immer ganz schnell getriggert, wenn ich das Gefühl habe, jemand mag mich nicht. Oder wenn ich kritisiert werde, dann bin ich wahnsinnig schnell gekränkt. Dann fühle ich mich oft so wie als ganzer Mensch abgelehnt. Und zu verstehen, ah ja, oje, das ist das Schattenkind, das hat in der Kindheit viel Ablehnung erlebt. Und dann gibt es aber noch die erwachsene Ebene. Und die kann verstehen, dass eine kleine Kritik nichts über meine ganze Person aussagt. Der Erwachsene kann sortieren, ach Mensch, nur weil jemand vielleicht mich nicht anstrahlt, heißt das nicht, dass er mich nicht mag, sondern dass er vielleicht einen schlechten Tag hat. Also der Erwachsene kann ja ganz viel verstehen und sortieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese beiden Ebenen zu trennen. Und dann ist ja so, ich sage ja so, mein Steffi-Stahl-Mantra ist Ertappen und Umschalten, weil das ist ja auch eine Trainingssache. Ja. Es ist ja nicht so leicht, aus der Emotion ein bisschen mehr auch in die Vernunft zu kommen, dass man dann den lieben langen Tag sozusagen aufmerksam ist, so ein bisschen selbstaufmerksam und wirklich rechtzeitig merkt, wo das Schattenkind wieder getriggert ist. Und sobald man das merkt, bewusst umschaltet auf das erwachsene Ich, einen kleinen Abstand einnimmt zu der Situation, also nicht in dieser Kinderperspektive bleibt, von Sarah beispielsweise, ich genüge nicht, das ist ihre Kinderperspektive, sondern sofort umschaltet auf die Erwachsenenperspektive und sieht, Moment mal, wie ist jetzt die Situation objektiv und um was geht es wirklich? Also, dass man sich nicht immer sofort triggern lässt durch irgendwelche Kleinigkeiten. Und ich weiß von ganz vielen Menschen, die das regelmäßig üben, dass sich diese neuen neuronalen Bahnen dann auch einspuren im Kopf. Das Gehirn kann ja lernen. Und ganz, ganz viele erzählen mir, dass allein durch dieses Ertappen und Umschalten das Schattenkind immer seltener auftaucht, dass sie immer mehr lernen, diese beiden Zustände voneinander zu trennen und dadurch das Schattenkind sich auch immer seltener zeigt. Und auf einer physiologischen Ebene weiß man inzwischen auch von der Gehirnforschung, dass diese emotionalen Zustände, also auch Negativzustände und so weiter, wie Angst, tatsächlich blockiert werden können durch Regionen im frontalen Kortex, also da sitzt ja der innere Erwachsene, die Vernunft, dass man wirklich Blockaden da einführen kann. Das heißt, die Vernunft kann tatsächlich, also das erwachsene Ich, kann tatsächlich auch emotional negative Zustände regulieren. Und darauf kommt es ja letztlich an, dass man sich besser selbst regulieren kann. Und das ist eben auch im Gehirn nachgewiesen worden. Aber dazu ist es eben
wichtig, dass man erstmal die Entscheidung trifft, ja, ich will das und ja, ich will die Verantwortung übernehmen für mein Schattenkind. Also ich will das nicht einfach so laufen lassen wie bisher und mich einfach irgendwie so durchs Leben wurschteln, sondern ich möchte das jetzt wirklich. Und dass man dann wirklich auch trainiert und nicht so schnell frustriert ist, wenn man auch immer mal wieder einen Rückschlag erlebt. Denn da sind dann ja viele geneigt, das Handtuch zu werfen, wenn das nicht direkt beim dritten Mal perfekt funktioniert. Also da ist es eben auch wichtig, dass man irgendwie am Ball bleibt. Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch meinen Kunden immer wieder sage. So erstmal, bringt es nur was, wenn wir damit arbeiten, wenn du das wirklich willst? Also wenn du sagst, ich will das verändern, weil dann kommt halt Training. Und das ist ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit Ende 30 anfange, mich mit meinem inneren Kind auseinanderzusetzen, dann habe ich ja über mehrere Jahrzehnte ja auch mir ein gewisses Verhalten, gewisse Gedankensmuster antrainiert. Und dann kann ich nicht erwarten, dass nur, weil ich dreimal dieses Ertappen und Umschalten anwende, dass es dann immer funktioniert. Ne? Und diese Geduld, die man da auch mit sich selber haben darf, ist, glaube ich, besonders wichtig. Ne? Dazu braucht es halt eine starke Motivation. Und dafür habe ich ja auch das Sonnenkind eingeführt. Das Sonnenkind ist sozusagen der konkrete Gegenentwurf zum Schattenkind. Und das Sonnenkind symbolisiert in meinem Ansatz halt zum einen, dass auch die positiven Erfahrungen aus der Kindheit und aber auch, und das ist ganz wichtig, all das, was wir uns selbst an neuen Haltungen und Einstellungen zurechtlegen können als Erwachsene. Ich versuche das mal wieder an dem Beispiel von Sarah zu illustrieren. In meinen Ansätzen ist ja ganz wichtig, dass das auch wirklich zu Papier gebracht wird. Vielleicht kann ich das gerade mal hier zeigen, dann wird es nochmal bildlicher. Also hier haben wir, kannst du es gut sehen? Ich kann es gut sehen, aber ich sehe gerade nur den oberen Teil vom Schattenkind. Yes, jetzt sehe ich es ganz. Wenn du es ein Stück weiter weg... Hier haben wir so eine Illustration, ne? Mama und Papa, dann sind hier die Glaubenssätze, Gefühle und hier unten die Selbstschutzstrategien, ja? Ja. So malt man das mal für sich auf und jetzt zeige ich mal kurz, wie so ein Sonnenkind-Gegenentwurf aussieht. So. Ja, viel strahlender. Ich habe es übrigens auch hier liegen. Genau. Nur um das auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal zu illustrieren. Ja. Und beim Sonnenkind gucken wir halt, was ist gut gelaufen in der Kindheit. Wenn die Leute sagen, war alles Mist, ich will meine Eltern gar nicht dabei haben, geht das auch. Also man muss die Eltern nicht unbedingt mit reinnehmen. Und dann transformieren wir halt die negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze. Bei Sarah wäre das zum Beispiel, ich genüge, ich darf ich sein, ich darf Fehler machen. Das wären so ganz wichtige positive Glaubenssätze für sie. Positive Glaubenssätze müssen vor allem innerlich auch annehmbar sein. Also man soll sich nicht irgendwas einreden, an das man selber nicht glaubt. Dann wird geguckt nach den Stärken, also welche Stärken bringe ich einfach auch mit. Ja, also bei Sarah, die ist zum Beispiel sehr intelligent, sie ist sehr gewissenhaft, sie ist loyal, sie kann sehr witzig sein und so weiter. Dann gucken wir nach den Schatzstrategien, also wir kommen von den Schutz zu den Schatzstrategien. Das könnten bei Sarah sein, die hat ja vorher nach Perfektion gestrebt, also dass sie sich vornimmt, anstatt jetzt alles perfekt zu machen, dass sie gut genug macht, dass sie sagt, ich mache es gut genug. Also wenn eine Sache gut ist, ist sie gut genug für mich. Sie war sehr konfliktscheu. Eine Schatzstrategie, die sich vornehmen könnte, wäre, dass sie ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Das müsste sie nämlich als Erste auch ein bisschen trainieren, dass sie sich selber spürt. Das wäre eine Schatzstrategie. Und dann aber auch trainiert und lernt, auch ihre Bedürfnisse mal zu formulieren. Und auch mal Nein zu sagen, wenn sie Nein meint. Also es wären so typische Schatzstrategien. Das heißt, in dem Sonnenkind hätte sie eine ganz, ganz klare Vision des Zielzustandes, den sie auch verinnerlichen könnte, also trainieren könnte, das zu verinnerlichen, auch immer mehr so zu spüren, ja, diese positiven neuen Glaubenssätze und auch Erfahrungen macht mit den neuen Verhaltensweisen, mit den Schatzstrategien. Ja. Und dieser positive Zustand könnte eben genügend Motivation in ihr freisetzen, auch wirklich da am Ball zu bleiben. Ja, ja, super schön, dass du auch sagst, es ist ja nicht nur, dass man sich durch dein Buch und deine ganzen Arbeiten nur mit den negativen Prägungen auseinandersetzt, sondern dass die positiven ja auch einen Platz finden.
Weil es ist ja auch manchmal so, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, dass wir uns nur an bestimmte Momente aus unserer Kindheit erinnern. Wir wissen ja gar nicht alles, ne? Weil bestimmte Dinge vergessen wir auch wieder. Und dann sind es so einzelne Momente und Geschichten und daraus entwickeln wir so unsere Kindheitsgeschichte und die hat für uns ja einen enorm hohen Wahrheitsgehalt. Warum entsteht das so, dass wir so extrem dann daran glauben, dass es genau so war? Also nur mal so zur Klarstellung, das Sonnenkind ist auch positive Prägung, aber noch wichtiger ist, weil manche können sich wirklich da ein wenig erinnern, noch wichtiger ist, es ist auch all das, was wir uns selber jetzt an neuen Glaubenssätzen, an neuen Verhaltensweisen als Erwachsene selbst neu gestalten können. Ja, heute sind wir frei, heute sind wir groß, heute haben wir Gestaltungsfreiheiten und das ist eine große Ressource, an die wir eben auch im Sonnenkind anknüpfen können. Aber um deine Frage zu beantworten, ist unser Gehirn funktioniert halt sehr selektiv und ist genetisch bedingt eher darauf programmiert, sich die negativen Sachen zu merken. Das hat mit unserer Evolution zu tun, weil es war überlebensmäßig so viel wichtiger, sich die giftige Pflanze zu merken, als die 10, die nicht giftig sind. Also im Zweifelsfall geht es da immer um das Überleben. Und da die Evolution ja auch so unendlich langsam ist und noch nicht kapiert hat, dass wir inzwischen hinter völlig alten Verhältnissen, anderen Verhältnissen leben und manche Sachen von früher heute gar nicht mehr so relevant sind, ist es einfach so geblieben, dass unser Gehirn eine sehr negative Tendenz hat. Das kennen wir auch zum Beispiel in Freundschaften. Ich denke, jeder von uns kennt das, dass man langjährige Freundschaft, man hat tausende von guten Erinnerungen, tausend schöne Sachen gemeinsam gemacht. So. Und dann passiert irgendetwas, wo man enttäuscht ist, wo man sich ziemlich gekränkt fühlt vom Freund oder Freundin, hätte ihm das nicht so zugetraut. Und das hat so ein unverhältnismäßig stärkeres Gewicht als die tausend positiven Sachen, die dagegen stehen. Ja. Und deswegen sage ich immer, man darf das Gehirn nicht sich selbst beim Denken überlassen, sondern muss da auch so ein bisschen sowas wie mentale Disziplin haben, dass man sich, wenn man sowas hat, auch nochmal wirklich bewusst macht, hey, das war jetzt eine Sache, die können wir wahrscheinlich aus der Welt schaffen, das muss angesprochen werden, aber auch mal ganz bewusst dran denkt, hey, hier sind noch ganz, ganz viele schöne Erinnerungen und sich das auch nochmal bewusst macht. Und das Gleiche gilt auch fürs Selbstbild. Auch da, unser Gehirn ist immer wahnsinnig damit beschäftigt, Baustellen zu beseitigen. Mhm. Es will immer in diesen harmonischen Zustand kommen und es will keine Baustellen haben. Aber während sich das Gehirn mit Baustellen beschäftigt, sei es die eigene Beziehung, sei es, dass man Ärger im Job hat, sei es, dass man sich zu dick findet oder was auch immer, fokussiert man so auch vom Blick so auf das Negative. Und deswegen ist es wichtig, immer mal wieder komplett auf Weitwinkel zu stellen und sich wirklich bewusst zu machen, was ist auch alles da und was ist alles gut und was funktioniert auch alles gut in meinem Leben und wofür kann ich auch dankbar sein. Weil das Gehirn von alleine kommt nicht so schnell auf die Idee. Das fokussiert erstmal auf das Problem. Ja, ich sage immer ganz gerne zu meinen Kunden, was das angeht, ist das Gehirn noch nicht auf dem neuesten Update angekommen. Absolut nicht. Absolut gar nicht. Schöne Formulierung auch. Ja, finde ich immer ganz treffend, vor allem in jüngeren Generationen. Da ist halt einfach noch ein altes Update drauf, das läuft halt noch nicht so. Wenn überhaupt ein Update, wenn überhaupt schon mal ein Update, ich glaube, das ist noch nie ein Update genau. Ist noch erst die Original Neandertal-Software von damals, ohne Update. Das ist echt so, da ist die ganze Zeit immer noch so ein Kreis, der sich dann nur um das Negative dreht, wie wenn bei Windows was hängt. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall nochmal, finde ich, ganz wichtig zu sehen. Wie kann ich denn besser lernen anzunehmen? Also vielleicht einmal das, was war, aber auch vielleicht, wenn mich jetzt gerade im Jetzt was frustriert und mein Gehirn sich da wieder drauf fokussiert oder vielleicht auch, wenn mich schon Gedanken an die Zukunft aufgrund dieser Schutzstrategien des Gehirns quälen. Wie kann ich denn lernen, besser zu akzeptieren oder auch Situationen anzunehmen? Ja gut, die Kunst ist ja immer erstmal genau zu gucken, was muss ich akzeptieren und was kann ich verändern. Mhm. Also Menschen, die eher ein bisschen depressiv getuned sind oder auch die überangepasst sind. Also überangepasst heißt eben immer ein bisschen zu brav. Also Sarah ist zum Beispiel überangepasst. Ja. Die versucht immer alles richtig zu machen und so weiter. Die unterschätzen ja ihre Einflussmöglichkeiten. Mhm. Also viele Menschen haben ja so in der Kindheit erfahren,
Beziehung ist nicht etwas, was ich mitgestalten kann, sondern Beziehung ist etwas, was ich irgendwie über mich ergehen lassen muss und wo ich durch Anpassung gucken muss, dass ich irgendwie da durchkomme. Ja. Also für viele Menschen ist die Frage auch sehr relevant, wo sind eigentlich meine Gestaltungsfreiheiten? Wo muss ich mich gar nicht anpassen? Wo kann ich mitgestalten? Wo kann ich sagen, was ich will, was ich nicht will, authentisch agieren, Grenzen setzen, Ziele setzen, mich für meine Ziele einsetzen. Also für viele ist das ja eigentlich das größere Thema. Und dann gibt es ja eben auch die Sachen, wo wir es tatsächlich nicht ändern können. Und das Wichtige ist ja mal, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Das ist ja auch nicht so ganz leicht. Und wenn es wirklich darum geht, etwas akzeptieren zu müssen, dass es jetzt eben mal so ist, dann finde ich es so eine simple wie effektive Übung. Oft sind die Sachen ja im Letzten ganz simpel, stelle ich immer wieder fest. Ja, ich auch. Wirklich auch mal mit dem Atmen zu verbinden und innerlich so wirklich die Atmung so richtig tief durchzuatmen und zu sagen, ja, so ist das jetzt. Mhm. Und aus dem Widerstand rauszugehen, weil dieser Widerstand kostet mich wahnsinnig viel Energie. Ich hatte neulich noch ein Therapiegespräch mit einer Klientin. Eigentlich ging es um was anderes. Es ging eigentlich um eingeschlafenes Sex eben mit ihrem Partner. Aber wir sind dann schnell dabei gelandet, dass ihr Vater irgendwie vor einem Jahr gestorben ist. Und das konnte sie gar nicht annehmen und ist immer im Widerstand dazu und kann deswegen auch gar nicht loslassen. Und das hat eben auf alle Lebensbereiche, letztlich auch auf ihre Libido und so weiter Einfluss genommen. Und dann zu sagen, ja, das ist so. Ne? Ja, das ist so. Also wirklich annehmen über die Atmung und sich sagen, ja, das ist so. Und alle anderen Gedanken wie, ich will aber nicht und das soll nicht so sein oder es darf nicht so sein oder sich immer wieder auch dabei zu ertappen und sich zu sagen, das führt mich jetzt nicht weiter. Ja. Also so alle Gedanken, die, und das gilt für alle möglichen Probleme, also man kann ja mit seinem Erwachsenen-Ich ziemlich gut unterscheiden, was sind zielbringende Gedanken, was sind Gedanken, die mich einfach nicht weiterbringen. Und dann eben auch wirklich klar zu sagen, stopp, dieser Gedanke bringt mich jetzt keinen Schritt weiter. Und sich dann wieder auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, was liegt jetzt an, oder eben auch auf Lösungen zu konzentrieren. Ja. Und zu gucken, okay, was könnte eine Lösung sein? Ja. Und sich wieder dem Hier und Jetzt zuzuwenden. Ich habe neulich einen sehr schönen Spruch gelesen, der lautet, je heller das Hier und Jetzt erstrahlt, desto dunkler sind die Vergangenheit und die Zukunft. Das kann man sich vorstellen wie auf so einer Theaterbühne. Wenn man so voll im Scheinwerferlicht ist, ja, dann sieht man weder die Zukunft, also die Zuschauer vor sich wirklich deutlich, noch nach hinten. Und dieses im Hier und Jetzt Sein, das gilt eigentlich über fast alle psychologischen und auch philosophischen Ansätze hinweg als die beste Therapie, sozusagen. Was ja nicht bedeutet, dass man eben auch, und dafür ist unser menschliches Gehirn ja auch gemacht, aus der Vergangenheit lernt oder sich zum Beispiel mit seinem Schattenkind beschäftigt und sich damit auch mit der Vergangenheit beschäftigt, aber daraus dann die Schlüsse zieht für das Hier und Heute. Und dadurch vielleicht auch das Hier und Heute wieder mehr strahlen lässt, ne? Weil es nicht so überschattet ist von dem, was wir mitnehmen. Genau, richtig. Ja. Super schön. Wir sind soweit am Ende angekommen, auch wenn ich wirklich an jeder Antwort, die du mir gibst, noch 1000 Fragen anknüpfen könnte, weil ich so schön finde, wie anwendbar und auch beispielhaft du erklärst. Hast du noch einen letzten Tipp für mich und auch unsere Zuhörer heute, wie wir mehr in Balance kommen können? Weil es ist ja häufig so, dass wir so im Laufe des Alltags immer mal wieder kleine Momente haben, die uns aus der Balance werfen, wenn es vielleicht der verpasste Zug ist oder das Krisengespräch mit dem Chef oder das, weiß ich nicht, in der Beziehung irgendwas. Es gibt ja immer so kleine Momente, die uns aus der Balance bringen. Und was wäre so dein Tipp, schnell wieder in Balance zu kommen? Sich auch bewusst zu machen, dass die Situation jetzt vorbei ist. Eine innere Glaswand. Ich mache gerne so eine innere Glaswand und schiebt die dann, meinetwegen, ich habe einen Konflikt mit einer Person, ich schiebe die dann zwischen sie und mich
Gib ihr den Anteil, wo ich finde, dass der zu ihr gehört, zurück. Also ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Ich bin ja selbstständig, ich habe keinen Chef, aber ich hätte jetzt einen Chef oder eine Chefin, die oft impulsiv und schwierig ist, also einfach nicht so sozial kompetent. Dadurch fühle ich mich oft angegriffen. Schnell die Glasscheibe runter, das Impulsive und wenig sozial Kompetente mir klar machen, gehört zu ihr, hat gar nichts mit mir zu tun. Und dadurch meine Kränkung zu erleichtern. Ich muss gar nicht so gekränkt sein, weil das gehört gar nicht zu mir, das gehört zu dem anderen. Und dann aber auch gucken, was ist mein Anteil an der Situation, war die Kritik, auch wenn sie vielleicht viel zu harsch und aggressiv vorgetragen wurde, war sie vielleicht berechtigt, und dann für den Anteil, für den ich, der zu mir gehört, dass ich da vielleicht wirklich einen Fehler gemacht habe, auch bei der Arbeit, für den eben selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und das kann man sehr, sehr schnell machen und dann auch wirklich wieder abschließen die Situation und sich wieder aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Ja, super schön. Ich finde das ein wunderbares Beispiel mit der Glaswand, weil irgendwie die Situation prägt einen ja auch wieder. Das heißt, man kann die schon noch sehen, aber man ist irgendwie räumlich abgetrennt davon, und das finde ich super schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für dein Wissen, für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast heute. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Ja, also ich würde gerne noch ein gutes Wort in eigener Sache einlegen. Sozusagen. Ja! Ich habe ja neben meinen Büchern habe ich auch Online-Seminare, also meine Seminare auch online machen kann, aber auch live. Also mein Team und ich geben auch Live-Seminare, findet man alles auf meiner Homepage. Und wem das heute besonders gut gefallen hat und wer direkt anfangen möchte mit der Arbeit, dem würde ich ganz ans Herz legen, hier dieses Arbeitsbuch von mir. Das habe ich auch hier. Ja, da kann man direkt reinschreiben und loslegen. Und Michael und Sabine, die führen auch durch das ganze Buch, also so als Beispielfiguren, die Übung eben auch machen. Und ich sage immer, das Arbeitsbuch ist Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Das heißt, alles, was so im normalen Neurosenbereich liegt, also kann man mit etwas Motivation ganz, ganz gut sich selbst heilen. Wobei ich tatsächlich auch öfter sogar von Leuten höre, was mich persönlich selbst überrascht, die schwerere Traumata haben oder ein schwereres Päckchen zu tragen haben, dass sie sagen, ihnen hätte das Arbeitsbuch tatsächlich auch sehr geholfen. Also sehr schön. Ach, das ist doch ein wunderbares Kompliment für deine Arbeit. Ganz kurz, weil mich das auch noch interessiert, möchtest du uns erzählen, wie so ein Seminar bei dir abläuft oder ganz groben Einblick geben? Genau, ich erarbeite dann, sei es online oder sei es live, eben mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihr Schattenkind. Wir machen viele Übungen dazu, in die Selbstheilung einzusteigen. Wir stärken das Erwachsenen-Ich eben auch mit Übungen, und dann entwickeln wir das Sonnenkind, sodass jeder, und machen dazu auch immer wieder Übungen, um das zu integrieren und vor allen Dingen, was ja so wichtig ist, ins bewusste Erleben, also die Emotionen auch zu überführen. Und mein Anliegen ist immer, was dann eigentlich auch immer gelingt, dass jeder am Ende des Tages oder am Ende eines Wochenendes rausgeht und für sich komplett den roten Faden hat, da ist mein Problem und da ist die Exit-Strategie. Also das heißt, dass man mit so einem Wissen- und Werkzeugkoffer da rausgeht, dass man dann weiß, wie man sich selber heilen und helfen kann, also wo der Weg lang geht. Super schön, weil es auch so eine eigenverantwortliche und selbstständige Perspektive den Menschen mit auf den Weg gibt. Ich verlinke deine Bücher, die Seminare, alles in den Notizen zu dieser Folge, damit die Leute das direkt finden. Und bedanke mich bei dir nochmal für deine Zeit und dein Wissen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch ja, danke dir auch für die Einladung. Sehr gerne. Und für mich war das ein ganz besonderes Interview, weil ich, wie gesagt, deine Bücher alle gelesen habe und quasi ein Fan bin, falls man das will. Aber so als Psychologin finde ich deine Arbeit einfach klasse. Und es war für mich so schön, dass du heute Gast warst bei mir im Podcast. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, am anderen Ende der Leitung, an den Kopfhörern und Lautsprechern. Und wünsche dir, liebe Steffi, und auch allen, die zugehört haben, noch einen wunderbaren Tag. Alles, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss.